Jawohl, es geht weiter mit Splinter Cell Blacklist. Wir befinden uns immer noch im Standort F, schon seit 50 Folgen. Und hier liegt der letzte seiner Art. Den habe ich letztes Mal noch ausgeschaltet. Wir müssen irgendwas bei ABC machen. Wahrscheinlich lernen, lesen lernen. Hier ist C. Und ein Roboter fährt da auch draußen spazieren. Den müssen wir ausschalten, glaube ich, weil sonst habe ich keine Ruhe. Hier haben sie alle ausgenockt, oder? Die Ärsche an. Das werden sie mir büßen. Da kann ich runter. Will ich da überhaupt runter? Ich muss ja da zu C. Was muss ich bei C machen? Ich weiß es nicht. Irgendwas sabotieren vielleicht? Ich habe bereits ein paar Sachen sabotiert. Kann schon sein, dass es weitergeht mit Sabotieren. Oh, und da ist ein Fettsack. Bleibst du so stehen, dann könnte ich dich bequem. Ja, so nicht. Mach mal einfach so. So machen wir das. Ein dicker weniger, das ist mir recht. Datenpaket haben wir auch. Letzte Folge erhascht. Das will mal mehr. Ich glaube, da drin ist einer. Büro. Die Sekretärin ist noch da. Half-Joker-Munition habe ich auch eine Menge verbraucht, leider. Ja, schau mal in eine andere Richtung. Wir wissen, dass du ein aufmerksamer Bursche bist. Aber nicht aufmerksam genug. So, da steht sie. Funkverkehr deaktivieren. Gut, dass die das an die Wand geschrieben haben. Okay, sabotieren war's. Wusste es. Ich glaube, da werden sie aber aufmerksam, oder? Wenn ich das sabotiere. Da blinkt es nämlich rot. Das ist bei mir zu Hause auch beim Rechner. Wenn ich was sabotiere, dann blinkt es auch rot. Das ist ganz normal so. Schau, da ist ein Smiley am Telefon. Nee, das ist ein NSA-Symbol. Verstehe. Ne, die haben nichts gemerkt. Schau, wie blöd. Schönes Pferd. Und da ist der Ausgang. Brauchen wir denn? Da geht's, glaube ich, ja. Da geht's zu A. So nicht? Mal schauen, dass wir in keine Falle treten. Da, diese Dinger. Das könnten Lasersperren sein. Sind's aber nicht. Ui. Nein, sag bloß, er kommt da lang. Den werde ich ausschalten. Das rennt wie? Der steht da so günstig. Er stand sehr günstig, konnte nicht widerstehen. Auch wenn es mehr Punkte gibt, wenn ich ihn nicht ausschalte und vorbeischleiche, ich weiß, aber... Ohne einen einzigen Fail das zu schaffen, wenn man es blind spielt, das erste Mal, das ist schon sehr schwer. Müsst ihr zugeben, ne? Einfangen. Den werden wir noch einfangen, ja. Wo ist er? Da unten, ne? Der hält eine Ansprache. Ist das der Sadiq? Der bloß. Nee, das ist nicht der Sadiq. So steht der da. So blöd ist er auch nicht. Das ist hinter dem Pult oder was, der Computer, den ich sabotieren muss? Da ist noch einer, der schaut in meine Richtung. Ui, ja, da ist einer, eindeutig. Da ist es etwas hell. Es wäre geil, wenn der zu reden aufhört, weil dann wird sich der umdrehen. Oder er wäre nicht begeistert von seiner Rede, dann würde er sich auch umdrehen. Weder das eine noch das andere trifft zu. Ich glaube, der hört heute nicht mehr auf. Wir müssen das anders machen.
Aha, das ist der Depp mit dem Roboter. Jetzt geht er. Praktisch. Jetzt könnte ich den schocken. Theoretisch. Oi, das ist der Bot. Wieso kommt der da lang? Arschbot. Ich glaube, die können nicht über die Treppe. Bots. Ah, schau wie süß. Wie er blinzelt und leuchtet. Ah, jetzt hat er sich verfahren wie die Staubsauger. Da gibt es diese automatischen Staubsauger, die man einfach im Raum rumrollen lässt und die saugen alles weg. Und wenn sie leer gesaugt sind, dann kommen sie allein zur Steckdose zurück. Schau, er hat sich verfahren. Oi. Er hat sich verfahren, der Bot. Fixieren und markieren, aber wie praktisch. Er ist das. Das ist praktisch. Dass er das war. Wo sind denn die alle? Ich habe so viel am Radar, aber ich sehe sie nicht. Da ist angeblich auch einer. Ah ja, da ist echt einer. Und da ist eine Kamera. Blöd. Blöd ist das mit der Kamera. Das ist saublöd. Ich muss ihn schocken, dass er nicht hier liegen bleibt. Obwohl, muss ich überhaupt? Ich glaube, den muss ich ja gar nicht. Scheiß drauf. Da kommt sein Bot. Da ist noch einer. Das ist der Bot, okay. Ich glaube, wenn ich ihn ausschalte, geht auch der Bot hops. Schauen wir mal, ob das zutrifft. Ja, ich glaube, es ist der Fall. Der Bot ist auch weg. Wir können die Belüftung unterbrechen. Genau das ist der Plan. Da steht es an der Wand. Schau, er kann nicht die Treppe hoch. Ist der? Schau mal, er kann nicht die Treppe hoch, wenn er gebückt ist. Schäm dich. Sam. Charlies Virus einschleusen ist der letzte Punkt, der noch fehlt. Zum Glück. Zu unserem Glück. Jetzt könnte ich auch mal eine Rede halten hier, ha? Wollte ich schon immer mal. Bla 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 bla. Bla. Ey. Oh fuck. Nur nicht leichtsinnig werden. Wir müssen da rüber. Aber wie? Gibt's da einen Shortcut? Glaube nicht. Kein Shortcut. Nee, da geht's nur darüber. Nein, ja sicher, das wollte ich, ja. Ich wollte den Schalter, aber er lässt mich nicht. Geh mal da runter, da waren wir noch nicht. Wow, was ist denn da? Ah, genau da müssen wir hin, praktisch. Da patrouilliert jemand. Das ist ein Robot. Nee, das ist eine Kamera. Sorry, du gehst mir am Nerv. Nein, shit, der leuchtet bis darüber. Hat aber nichts gesehen. Schau die Kamera. Nichts gesehen. Sind wir schon. Das ist leicht. Dann nehmen wir auch den Schacht. Und da ist. Haben sie schon einen Schacht gebaut? Haben sie die Mühe gegeben? Müssen wir auch den Gefallen tun und ihn benutzen. Was? Einer nur? Das ist ein Scherz. Wir haben nur einen zur Wache abgestellt für den Datenraum. Sehr nachlässig. Er macht sich gleich in die Hose. Man nutzt ihm auch die kugelsichere Weste nix. Gegen Sams Würgegriff. Fertig.
Charlies Virus ist aktiviert. Und jetzt haben alle einen Schnupfen. Oder ist das ein anderer Virus? Waren das keine Rhinoviren? Wahrscheinlich Syphilis. Und jetzt muss ich 34 Meter da lang. Praktisch, ich habe alle ausgeschaltet. Das wird ein Spaziergang. Aber nur nicht leichtsinnig werden, da ist noch eine Kamera. Ist da noch was? Ah. Ah, der Kaffeeraum. Zwei Kaffeemaschinen. Da rein. Wie soll denn das gehen? Da rein. Wie? Da rein? Ja, da rein. Theoretisch da rein, aber wie? Vielleicht hier lang? Ja, ich glaube. War das vorher auch schon da? So bin ich da nicht gleich hin. Abschotten. Oh, Frischluftzufuhr unterbrochen. Hoffentlich geht uns nicht die Luft aus. Briggs, hier Grimm, da sind wir wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Ah, das ist... Ihr müsst ihn aufhalten. Das ist gut. Was ich wolle. Kümmer mich. Was soll mir das überweisen? Keine Bewegung! Stehen bleiben! Was ist jetzt? Das ist eine blöde Taktik. Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Wieso hat das sich jetzt ergeben, das Rentvieh? Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? Donald Pleasance wieder in Aktion? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten. Ich bin schon alt, es ist mir egal, ob ich sterbe. Aber Kriege. Ich habe eine Raucherlunge und meine Prostata gibt gleich auf, also mir ist das egal. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. So was Blödes. Sie würden ihn ja sowieso umbringen. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst ihn nur aussuchen. Das ist schon ein Finger gegen den Weltfrieden. Bevor du tust, was ich sage. Schneidet mir ja nicht den Mittelfinger ab, den muss ich euch hinterher zeigen. Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Sam Fisher nämlich. Kannst du denn die Hosen machen? Zuerst den Ringfinger. Nein, nicht den Ring. Ja, doch, den Ringfinger. Nein! Nein! Meine Frau sieht das ein. Die alte Schabracke. Ich frage mich, wieso er sich ergeben hat. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, den Plan. Wo ist Achso, das ist der Briggs. Genau hinter dir. Ist aber trotzdem ein blöder Plan. Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Festhalten. Ist der blöder Plan. Was jetzt? Ich war nie ein Freund optimaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen. Siehst du? Lass uns in Frieden. Blöder Plan. Lass ihn am Leben. War gar nicht nötig. Seinen blöden Plan. Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geißeln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Ich dachte, Briggs schreit so. Oh Gott, bitte, helft mir! Was ist nur in dich gefahren? Der verblutet uns und stirbt? Gib mir die Aderpresse. Was? Ich habe nur eine Hodenpresse. Ah, da hat die Hand, die ganze Hand fehlt schon. Na
Ah, es ist die Linke. Hey, ich hab Geld bekommen, weil er die Hand verloren hat. Ich hab's als Hauptziel eingesammelt. Das war die Hand? Nein, nein! Schaut's aus. Bitte, hört auf! Nee, nicht die andere auch noch. Kann ich mir nicht selber mehr den Arsch auswischen? Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Ich gebe euch was ihr wollt. Ich hab die dritten mit Cookie Dent Haarcreme. Die könnt ihr ruhig haben. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Dateien. Ja, wenn sie ihm die Hand auch noch abgehackt hätten, dann wäre es nichts gewesen. Nein, tun sie es nicht. Es tut mir so leid. Oh, greifen. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Freedom Ops führen, was heißt das? Tut mir leid. Nein! Was war der Fifth Freedom, ihn umzubringen? Au. Nicht in meinen Liebesmuskel. Au, au. Au. Ah, ist schief gegangen. Es hätte eine schöne für uns zu eurem Flugzeug. Akrobatische Rolle machen sollen. Nach den paar Schlägen von dem Schmächtling, Sadiq, ist er schon zu Boden gegangen. Was ist mit Sam? Wo hier bin ich? Majid Sadiq, darf ich auch mal was machen? Der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Erschießungen noch mehr? Es ist keiner mehr übrig, den ihr erschießen könnt. Er rennt wie er. Ah, das war doof. Vorsicht, da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Na, ein paar sind noch übrig. Ein paar Schlipsträger. Und der Sarge. Ah, das ist der Sam. Okay, jetzt bin wieder ich. Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Ja, wie? Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Erschießt jeden, den ihr findet. Wen? Wem gilt das, das X? Ah, dem hinter mir. Okay, da brauche ich nichts machen. Was ist jetzt? Habe ich noch irgendwas? Nein, ich habe nur eine... Eine Wumme habe ich. Erbärmliche. Ich nähere mich von hinten. Geht nicht. Au! Sam, Briggs hat's erwischt. Sadiq versucht abzuhauen. Bin okay. Hol dir Sadiq. Du verblutest hier. Ja, ist okay. Zwei Dritte in die Magengrube und er geht K.O. Aber bei zwei Schüssen ist er okay. Stehe. Au, wie Scheiße. Dramatisch. Grim. Briggs braucht einen Sanitäter. Ich folge Sadiq. Sadiq? Es ist aus! Und vorbei. Nein, das ist gerade erst der Anfang. Oh! Scheiße. So laut sagen. Nur die Schatten. Nutze die Schatten. Das sind keine Schatten. Ja, wo sind da Schatten bitte? Ah, jetzt. Aus den Schatten. Praktischerweise geht immer das Licht aus. Ab und zu. Aha, gerade wenn ich näher komme, geht er weiter. Wie eigenartig. Wo steckst du?
Jetzt? Hattest du dir dein Ende so vorgestellt? Au. Mann, er hat mich aus dem Augenwinkel. Das war doof. Und komm natürlich schon. Von vorne. Ich bin ihm so nah. Was soll ich machen? Wieso kann ich ihm nicht einfach hinterher hechten? Oh, shit. Wo steckst du? Das war doof. Er stand genau vor mir. Ich hätte ihn doch einfach nur rumpeln brauchen. Ich habe ihn! Diesmal war er nicht so aufmerksam. Ein Quickdam! RS-Ziel? Das hat ihm gar nichts gemacht. Au! So zäh sieht der aber nicht aus. Wenn du mich fragst. Oh, jetzt bin ich ja klar, ich bin angeschlagen. Und ich habe ihn als erstes gewirkt. Wo muss ich hin? Ah, da in die Richtung. Oh! Von hinten! Oh! Greifen! Au! Oh. Das war nicht gut. Ich glaube, ich habe zu spät gegriffen. Nein, nicht von hier! Oh, Scheiße! Leck mich! Leck mich! Unmöglich, dass er mich hier sieht. Komm genau von hinten. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht genau. Ist egal, wo man hinschießt. Das endet immer so. Okay. Okay, jetzt gehe ich aber rückwärts. Ich muss die Richtung. Das heißt, ich gehe jetzt so. Kann er nicht von der Seite kommen, ne? Du bist schlau. Dem haben sie nicht gerechnet, ne? Nein! Oh, sie haben mich umgedreht! Endlich! Also ein Quicktime, eventuell, ich war nicht quick. Wiederholt drücken! Oh, Scheiße! Ich bin schlecht im Wiederholt drücken. Au. Es ist besser verlaufen. Was hat er im Sinn? Es ist vorbei. Sprunggelenke. Denkst du, das endet mit mir? Ja, eigentlich schon. 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Ja, eben, hinter dir. Wenn du weg bist, steht keiner mehr. Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Nein, wir sind bereit für ein Dutzend Kriege. Die werden sich erheben. Töten, ja, den töte ich. Scheiß auf. Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Nee, töten, töten. Ich Wo ist der Knopf? Längst gewonnen. X. Es gibt immer eine andere Option. Ja, natürlich. Töten. Ah, nee, mit dem Messer. Hm? Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe X gedrückt für Töten. Was ist jetzt? Das haben sie mir vorenthalten. Das ist unbefriedigend. Unbefriedigend war das. Zahlung angekommen. Die Zahlung könnt ihr sie in den Hut schicken. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs. Was wird das? Die Kugeln schon rausoperiert.
Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Infos? Er hat ihm gezeigt, wie man die Waffe lädt. Glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Was passiert? Brauchst du keinen Schwerverbrecher, der dir das erklärt? Dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Kriege ich jetzt endlich mein X? Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz. Ich hab doch die Terroristen diese fünfte Dings ausgeführt, oder? Bei dem Alten war sie auch umbringen und jetzt auf einmal? Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Nein, Sams nicht. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Genau, die Entbehrungen. Die Zeit der Abstinenz. Sam hat schon seit Monaten nicht. Ihr wisst schon. In Memory, bei der Herstellung dieses Spiels ist jemand gestorben. Um Gottes Willen. Ich hoffe, es bin nicht ich schuld. Ja, es war ein super Spiel. Ich habe mich sehr amüsiert. Die Story war nicht so berauschend, aber das Schleichen war top. Besser wie in anderen Schleichspielen. Und da ist auch Splinter Cell Feeling aufgekommen etwas. Und die Grafik war phänomenal. Hallo, dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Fisher. Hinterlasst eine Nachricht nach dem Ton und ich rufe zurück. Danke. Ah, sorry. Sarah, ich bin's. Ich habe vergessen, die Sarah anzurufen. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und... Onkel Vic? Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön das zu hören. Ich hatte solche Angst, Ed. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Oh, psst. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Ed? Es ist vorbei. Kein Amerika-Staub? Diesmal nicht. Amerikas Benzin? Nicht, dafür sorge ich. Auch in war das letzte. Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Nee, ich geh in Rente. Ist doch klar. Ich komme zurück. Ah, Gott sei Dank. Ich komme immer zu dir zurück. Und zu uns auch, hoffe ich. Im nächsten Teil von Splinter Cell. Das weiß ich, Dad. Ist schon gekauft. Ich hab dich lieb. Trotz banaler, blöder Story, aber es war trotzdem gut zu spielen. Jawohl, das war's. Mein Splinter Cell Playthrough hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Also, bis dann. Tschüss.